Wie ein Dieb in der Nacht wird Jesus Christus wiederkommen, sagen viele Christen und berufen sich dabei auf 1. Thessaloniker 5, Vers 2. Stimmt das denn? Nein, das wird häufig falsch ausgelegt. Erstens, das nächste Ereignis wird die Entrückung der wiedergeborenen Christen sein. Dabei kommt Jesus Christus selbst als der Bräutigam in den Bereich der Luft, um die wiedergeborenen Christen, seine Braut, zu sich zu nehmen, zu entrücken. 1. Thessaloniker 5, Vers 16. Dabei kommt er nicht als Dieb, sondern als Bräutigam und auch nicht unerwartet, denn die wiedergeborenen Christen erwarten ihn ja. Zweitens, nicht er kommt wie ein Dieb, sondern der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. 1. Thessaloniker 5, Vers 2. Was ist der Tag des Herrn? Der Tag des Herrn ist eine Epoche, eine Zeitspanne. Sie umfasst die siebenjährige Drangsalszeit, also die Gerichte nach der Entrückung. Dieser Tag des Herrn umfasst das tausendjährige Reich nach dieser Drangsalszeit und das Gericht über die Welt nach dem tausendjährigen Reich, die Auflösung der ersten Schöpfung. Dieser Tag des Herrn ist also eine Zeitspanne, der mit Gericht beginnt, die Drangsalszeit, das tausendjährige Reich umfasst und mit Gericht endet am Ende des tausendjährigen Reiches. Offenbarung 20, Vers 7, 2. Petrus 3, Vers 10. Drittens, dieser Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, denn nach der Entrückung wird es eine kurze Zeit Frieden und Sicherheit auf dieser Welt geben. 1. Thessaloniker 5, Vers 3. Und diesen Frieden wird die Welt als wohltuender Zielzustand wahrnehmen. Aber in diesen Frieden hinein werden die Gerichte Gottes, also der Beginn des Tages des Herrn, hineinkommen. Völlig unerwartet, wie ein Dieb, der unerwartet kommt und einen Schrecken bringt. Und keiner wird entfliehen, heißt es in 1. Thessaloniker 5, Vers 3. Das heißt, der Tag des Herrn, die Gerichte, um diesen Tag einzuleiten, wird völlig unerwartet in diesen Frieden hineinplatzen. Und am Ende dieser Drangsalszeit wird Jesus Christus wiederkommen, um das tausendjährige Reich aufzurichten. Nach dem Tag des Herrn beginnt der Tag Gottes, beziehungsweise der Tag der Ewigkeit, 2. Petrus 3, Vers 12 und 18. Dann wird Jesus Christus eine neue Erde und einen neuen Himmel für die Ewigkeit herstellen.